Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yokai Watch, Part Nummer 65. Ja, im letzten Part haben wir Nix da gefangen und sind dann hier in der Arcade gelandet und haben auch schon, ja, gleich eine zweite Quest geschafft hier direkt, nachdem wir uns eigentlich schon mit anderen gekümmert haben, der jetzt immer noch nicht Nein sagen kann, und zwar zum Lächeln. Anstatt zum, dass er immer wieder loslaufen muss, um irgendwas, ja, für seine Freundin zu besorgen, in dem Sinne. Ja. Aber deswegen haben wir jetzt hier eine Folgequest. Und zwar scheint es hier eine Folgequest zu sein, bei der wir, ja, wieder fangen spielen müssen. Also nicht, die sagen zwar verstecken, aber es ist bestimmt wieder fangen. Ah, alles klar, die eine Gruppe versteckt sich jetzt. Nicht schummeln. Hyper verstecken. Acht fangen, 5 Minuten, okay. Vor allem, wo wir hier sind, gell? Renn mir nicht hinterher, ich weiß, dass ich hübsch bin, aber es reicht. Du hast doch, du standest nur rum. Ich glaube, das Schwere ist, glaube ich, der eine, der da wirklich voll Kamikaze mich abgeht. Was ist das denn? Ich wurde erwischt. Ja, ich merke schon, du wurdest angesprochen von mir. Na, bleib da. Gott, die ist ja schneller als... Warum seid ihr alle so schnell? Na, Alex? Wie konnte ich schon verlieren? Tja, siehst du mal. Wo ist die andere jetzt? Da ist sie. Man muss am besten dann ansprechen, wenn sie kurz stehen bleiben, ja? Na, aber die haben mir einen festgelegten Weg, den sie laufen. Okay, verstehe schon. Du hast mich erwischt, ich gebe mich geschlagen. Lockert halt das Ganze mal so ein bisschen auf, finde ich eigentlich nicht schlecht. Und das Level ist, das Gebiet ist ja auch abgegrenzt, oder? Na, möchtest du nicht weglaufen? Oder erst wenn ich, ja gut, vielleicht rennen sie auch weg, vielleicht rennen sie ja alle weg, aber ich bin halt trotzdem schnell genug, sie vielleicht dann anzuspringen, gell? Du hast mich gefunden, gut gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stimme ich hier gegeben habe, aber es war auf jeden Fall keine Frauenstimme. Na? Ja doch, die rennen eigentlich alle weg. Hey, was für eine Demütigung. Und Assassin's Creed. Hey, das kann doch nicht sein, du hast mich hier gefunden. Ich habe von oben runtergesprungen hier. So, einer noch. Die Zeit ist eigentlich wirklich mehr als großzügig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, man sucht halt blöd, gell? Na. Hä, hey, was? Nach meinen Berechnungen war das hier das beste Versteck. Versteck dich doch auch und steh in der Gegend rum. Alles klar. Das sind auch immer die besten Quests, die man auch direkt machen kann, wenn ich erstmal irgendwo was suchen muss, gell? Das hat Spaß gemacht, auch wenn ich nicht so danach aussehe. Ich werde jetzt mein Spiel weiterspielen. Ja, aber wann darf ich denn auch mal mitmachen? Ja, dich findet keiner, weil dich ja keiner sehen kann. So, alles klar. Na? Wow! Was war das denn? Alter! Das war der Jackpot? Okay. Okay, ich hinterfrag's einfach nicht. Ja, aber gut. Okay. Und eine Silberpuppe hier. Schön, dass wir es auch mal gesehen haben hier, gell? Willst du auf noch eine Runde verstecken? Nee. Aber schön, dass man es nochmal machen kann. Langweilig. Okay. Okay, kann man eigentlich bei einer Cape-Zimmer kann man selber da nichts machen, gell? Nee. Sprich das bitte nicht mit mir, ich will mich konzentrieren. Nicht jetzt, ich stecke mitten in einer 400er Kettenkombo. Ultra-Kombo! Ja, aber ja, leider kann man hier nichts machen, außer mit den NPCs reden, die einfach nur so da sind. Okay. Da-da-dam, da-da-dam. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt sonst noch für Quests haben. Den Albern, gell? Ich habe schon wieder vergessen, wo ich Albern eigentlich finde.
Und Froland habe ich auch noch gar nicht gesehen in dem Sinne. Aber Alpend haben wir doch schon mal gesehen gehabt, oder? Ihr könnt doch gucken, dass ich hier vielleicht mal den A-Rang schaffe hier. Weil den... Einer fehlt, aber ich weiß nicht mehr welcher. Ich weiß echt nicht mehr welcher. Und wie ich es mitbekommen habe, da steht ja auch extra in der Lenzhausener Kanalisation sind die versteckt. Aber da müsste ich natürlich gucken, ja, ob ich vielleicht irgendwo noch einen Weg finde, dass ich die auch unten entdecke, ja. Warte mal, ich guck mal bei anderen Quests. Bevor ich jetzt wieder auf ewige Suche gehe, gucke erstmal vielleicht noch irgendwelche, die ich auch so machen kann. Wir haben beschlossen, den verlorenen Freund zu suchen. Wir suchen an dem Ort, an dem das Mädchen zuerst erwähnte. Sieh dich bei Mac Schmeck um. Okay, dann machen wir das hier. Das ist dann hier oben, okay. Ja, sorry. Diese blöde Ampel. Mac Schmeck. Warte mal von der Karte her. Bin ich eigentlich in dem Bereich, wo ich suchen soll, ja. Klar. Mac Schmeck. Das war ja ein Nudelladen, gell? Ich weiß nicht mehr, was der schmeckt. Mac Schmeck. Das hier ist der Mac Schmeck, oder? Okay, ja. Alles klar. Hamburger Laden. Oh, hier sind sogar zwei Quests. Oder vielleicht soll man ja einfach nur mit den NPCs quasi. Kann das auch sein. Ja, der Freund des Mädchens im Café scheint nicht bei Mac Schmeck zu sein. Also auf zum nächsten Ort, der in die Frage kommt. Was? Der in Frage kommt. Sushi Lenzhausen. Geh von hier nach Westen zur Ladenpassage Blütenweg im Krämerviertel. Nach Westen ist links, ja. Zum Blütenweg im Krämerviertel, okay. Merke ich mir mal und trotzdem will ich hier mit neuen Quest NPC quatschen. Sie wird immer wütender. Was soll ich tun? Was ist los? Oh, hallo. Perfekt, dass du gerade mal eine... Hast du mal gerade eine Sekunde? Ja. Ich wollte meine Freundin zu ihrem Geburtstag überraschen, aber ich habe drei Geschenke und jetzt denke ich, nur eins wäre besser. Was? Was brauchst du denn da? Nichts. Tut mir leid, ich bin gleich fertig. Kannst du das aussuchen, das meine Freundin am liebsten mögen würde? Klingt, als würdest du in Klemme stecken. Aber alle drei Geschenke sind so gut. Ich habe ein Sammelbuch mit Erinnerungen, einen Schal und einen Song. Ich glaube, sie würde sich über jedes einzelne wahnsinnig freuen. Aber ich kann mich nicht entscheiden, welches das Beste ist. Ich will die anderen für die nächsten Geburtstage aufbewahren. welches glaubst du wäre das beste Geschenk? Also ich denke, das kommt ganz auf ihren Charakter an. Ehrlich gesagt sind alle drei Geschenke so lala. Ich kenne genau den richtigen Yokai für so eine Gelegenheit. Oh, wirklich? Wirklich. Der weiß immer, wie man genau das richtige Geschenk aussucht. Niemand anderes als der gute alte Trikolaus. Haben wir den überhaupt schon? Wir haben, glaube ich, einen von denen, aber ich glaube nicht genau den, oder? Weil ich weiß schon, was wer gemeint ist. Das ist dieser eine Nikolaus-Angel mit den drei Geschenken hinten dran. Trikolaus sucht in Sekundenschnelle das beste Geschenk aus. Finden wir Trikolaus und bringen ihn hierher zurück. Kann man ganz gucken, ob ich den schon habe. Das ist ein erstes Problem. Ne, da haben wir noch nicht, okay. Wieder ein Yokai, den wir noch nicht haben. Aber das ist später. Da haben wir zumindest mal die Quest gefunden. Wir sollen nach Westen zu Sushi Lenzhausen, ja. Dab da dab di dab da. Ich habe das mal gemerkt, stell dir mal vor. Dab di dab di dab da. Im Krämerviertel, ja. Das ist verlassene Teil hier, ja. Jo, wenn wir schon mal hier sind, ihr wisst ja. Hier lang. Ich sammle Items gerne ein. Also, am Ende ist es besser, wenn man einen Itemüberschuss als zu wenig Items hat, gell? Jetzt wieder sich runtergehen. Dam, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Na? Ein Stärke-Talisman. Müsste ich auch mal öfters benutzen hier, so habe ich das Gefühl. Oh, hier ist ein B-Rang-Yokai. Ich lenke mich gleich. Lass mich ablenken, gell? Hier im Wasser sogar.
Tabati, tabada. Aber ich glaube, den haben wir schon, oder? Zumindest haben wir, glaube ich, einen davon. Weiß nicht, der Ed's. Nee, den haben wir nur gesehen, gell? Das ist dieser. Der ist alles so ätzend findet, gell? Ist das nicht so? Nee. Makarell. Mit einem Messer in der Hand. Oder im. Ja, ihr wisst was. Naja, gut, okay. Und Prasser ist auch mit dabei. Ja, Prasser haben wir ja, glaube ich, schon, gell? Den haben wir ja direkt als Freund von der Story bekommen. War doch so, oder? Dippe-dippe-da. Naja, ich werde es hier eh nicht wirklich fangen. Ich gucke trotzdem mal, ob ich irgendwas Besonderes nehme. Oh, ich nehme einfach Hamburger. Egal. Hey, kritisch Schaden? So, okay. Okay. Und selbst wenn ich sie fangen will, muss ich immer auf. Darf ich nicht vergessen, dass ich immer auf Knuffi-Wuffi wechsle. Genau. So, wo ist denn dieses Sushi? Da oben vielleicht? Ne, das ist doch da eigentlich auch so ein normaler Laden, oder? Das ist ein normaler Laden. Achso, wartet mal, nee. Das war doch. Toll, da stehen jetzt zwei im Weg rum. Da, 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 dam. Das dürfte ja hier gewesen sein, oder? Nee, das war's nicht. Das ist Nudelrestaurant. Wobei, warte mal, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch gleich mir ein paar Nudeln kaufen. So, genau. Immer so ein bisschen Vorrat, ihr wisst ja. Wir haben ja gemerkt, manchmal wollen die Joker einfach nicht. Das war der Klamottenladen. Ist das denn Sushi? Sonnenpavillon? Aber hier ist auch kein NPC und nichts, ne? Bin ich jetzt verpeilt oder? Achso, hier. Der Freund der Frau im Café scheint nicht beim Sushi Lenzhausen zu sein. Dann ist unser nächstes Ziel wohl die Waldesruhe-Wohnsiedlung. Sie ist südlich von hier, lass uns dort mal nachsehen. Immerhin gibt mir hier. Ja, unser Whisper hier, die Wegangaben. Südlich von hier, alles klar. Ja, warte mal, südlich? Noch südlicher geht's doch gar nicht. Ja, warte mal, da links sehe ich auch noch einen, ja, eine Quest. Ich kann so nicht bleiben. Ich muss immer mehr trainieren. Ich muss brennen. Oh, ist das nicht der Freund der Dame aus dem Café? Also, okay, dann haben wir hier gefunden. Alles klar. Ich muss stärker und stärker werden, um meine Freundin zu beschützen. Ja, ich muss stark genug werden, um Fitnesswettbewerbe zu gewinnen. Ja. er wirkt ein bisschen seltsam. Ich denke, dahinter steckt ein Yokai. Sehen wir mal nach, ob hier in der Nähe ein Yokai ist. Immer der Fall. Doch, ist doch hier. Was ist das denn für ein Yokai? Kennen wir den schon? Der sieht so feurig aus. Oder ist es der. Also der Leo-Trio. Okay, alles klar. Was macht ihr denn? Trainiert, werdet zum Muskelprotzen. Hey, dürrer kleiner dürrer weißer Kerl, sei ein Muskelprotz, lass deine Seele brennen. Ah, ich kann es spüren, meine Seele spürt das Feuer. Oh ja, juhu. Komm schon, komm rüber, lass uns zusammen Muskelprotzen. Du stehst jetzt einfach so rum. Komm her, dein Training beginnt jetzt.
Ja, nee. Da. Vor allem, da ist einfach ein Mütter dabei. Einfach so. Und Stärke buffen. Jetzt sind wir Muskelprotze. So. Genug trainiert? Ich denke schon. So ein energischer Typ. Er will doch bloß zum Muskelprotz werden. Das wolltest du aber auch kurzzeitig, Whisper. Was? Hast du was gesagt? Naja, wie geht's dem Freund? Whisper ist aber der Beste. Er sollte jetzt wieder ganz der Alte sein. Was mache ich hier? Was? Warum ist mein ganzer Körper so wund? Das liegt an Lyotros lächerlichem Training. Er ist viel zu intensiv. Was? Meine Freundin sucht mich? Sie macht sich Sorgen? Ja, ich war lange weg. Ich weiß nicht, warum ich immer weiter trainiert habe. Aber ich muss stärker werden, um mein Mädchen zu beschützen. Training! Also sagt mir bitte, dass ich zu ihr komme, sobald ich stärker bin. Bitte sagt ja, es tut so weh. Mit seinem Muskelkater könnte er wahrscheinlich nicht zu ihr, wenn er wollte. Na dann, sagen wir seiner Freundin Parfümwellenkammpark Bescheid. Oder so, ja. Café Wellenkammpark. Ich muss auf die Karte gucken. Ihr merkt ja, ich bin ja immer schon wieder. Nee, war Wellenkammpark war doch eher genau. Dab dab da da da. Wellenkammpark. Dam dam dip da da. So, und hui. Oh, da unten ist dann auch wieder eine, die dann bestimmt noch eine Quest hat. Okay. Was, du hast ihn gefunden? Aha, er war in der Waldesruhwohnsiedlung. Ich bin so erleichtert. Es ist schön zu hören, dass es ihm gut geht. Er will stärker für mich werden. Er will mich beschützen. Wie süß. Vielleicht kann ich auch stark werden, um ihn zu beschützen. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Dieses Mädchen wird eines Tages noch eine Athletin. Wie sie dann mit ihren großen Muskeln aussieht, naja, egal. Auftrag erledigt. Muskelbrotz. Ja, Training. Aber erstmal was essen. So, gibt doch hier jede Menge lecker Essen. Na? Yay! Und zwei Tanzsternchen. Und weg ist er. Alles klar. Da würde ich noch mal sagen, das passt mit dem Part dann zu heute. Da wollen wir ein bisschen kürzer sein, gell? Und dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Oder nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch, Freitag und Samstag auch Twitch streame, falls ihr derzeit Lust habt. Würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.